Gehörst du zu den Menschen, denen man gesagt hat, dass Gott heute nicht mehr übernatürlich wirkt? Weißt du, es gibt vor allen Dingen in der Gemeinschaftsbewegung und in den Freikirchen eine weit verbreitete Lehre, die man Dispensationalismus nennt, die davon ausgeht, dass Gott heute gewisse Dinge, die im Neuen Testament geschehen sind, so nicht mehr tut. Dort wird die Geschichte in Heilszeiten aufgeteilt. Und diese Heilszeiten beinhalten immer einen bestimmten Zeitraum, in dem Gott in bestimmter Art und Weise mit den Menschen gewirkt hat. Da gibt es beispielsweise das Zeitalter des Gesetzes oder die große Trübsalzeit oder das Zeitalter der Gemeinde. Das ist vielleicht ein Begriff, den du schon einmal gehört hast. Und diese Lehre interpretiert, okay, was Gott da getan hat, beispielsweise zur Zeit der Apostel oder zur Zeit Jesu, das gilt für uns heute nicht mehr. Man sagt, wir haben jetzt das Wort Gottes, wir haben die Bibel, das gab es damals in der Form nicht. Und so brauchen wir diese übernatürlichen Dinge nicht. Wir brauchen keine Prophetie, wir brauchen keine Geistesgaben, wir brauchen keine Heilung, wir brauchen diese übernatürlichen Krafterweise Gottes nicht, denn wir haben die Bibel. Und unzählige Christen wurden beraubt dessen, was Gott ihnen geben will, weil sie das glauben. Weil sie glauben, dass die Dinge, die in der Bibel für uns verheißen sind, wo Jesus sagt, ich möchte, dass ihr da hineingeht, dass die für uns heute nicht mehr gelten. Aber du musst wissen, es ist eine menschliche Interpretation. Vor weit über 100 Jahren ist das entstanden, als man feststellte, na gut, wir wollen ja, dass das, was die Bibel sagt, dass das geschieht, aber man betete und es passierte nicht und man interpretierte dann, warum das so ist und kam zu dem Schluss, gut, Gott macht das heute nicht mehr. Und man hat dieses Lehrgebilde daraus entwickelt. Man hat nicht das eigene Erleben in Frage gestellt, sondern man hat am Wort Gottes rumgebastelt und das interpretiert. Und das Erstaunliche ist, dass man das gewagt hat, obwohl Gott sagt, ich bin der ich war, ich bin der ich bin und ich bin der ich sein werde. Ich bin unveränderlich. Gott tut immer das Gleiche. Und obwohl es heißt, dass Gott seine Berufung nicht bereut. Und obwohl wir wissen, dass wir als Jünger, genauso wie die ersten Jünger, heute in der Nachfolge Jesu stehen. Und obwohl es heißt, dass das Wort Gottes noch Bestand haben wird, wenn Himmel und Erde vergangen sein werden. Und zum Wort Gottes gehört beispielsweise der Missionsbefehl. Wir alle wissen, das hat Jesus gesagt und das ist etwas, was gilt, bis er wiederkommt. Aber schau dir einmal beispielsweise den Missionsbefehl in Markus 16 an. Da heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Direkt im nächsten Vers geht es weiter. Da heißt es, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist direkt Bestandteil des Missionsbefehls. Und unzählig viele Christen sagen, ja, der erste Teil gilt, der Missionsbefehl. Da geht es um Rettung und um Erlösung, aber der zweite Teil, der gilt nicht. Alles, was übernatürlich ist mit Heilung und so weiter, das gilt so nicht. Das ist wirklich menschliche Lehre, die sich über das Wort Gottes stellt. Weißt du, die übernatürlichen Krafterweise Gottes, Heilung, Befreiung, Zeichen, Wunder, die Geistesgaben, Prophetie und all diese Dinge sind zwingend notwendig, denn, hier lesen wir zwei Verse weiter, der Herr wirkte mit ihnen, als sie das Wort gepredigt haben, und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Die übernatürlichen Krafterweise Gottes sind Bekräftigungen, Bestätigungen der Wahrheit des verkündeten Wortes. Das brauchen wir heute genauso wie früher, wenn nicht noch mehr. Deutschland gehört zu einem Land, wo weltweit mit die meisten psychisch und physisch kranken Leute sind. Wir brauchen dringend
die Heilungskraft Gottes. Es ist ein Land, wo ganz wenige Christen sind. Wir brauchen dringend, dass Menschen sich bekehren, weil sie erkennen, dass das Wort wahr ist, dass es bestätigt wird. Wir brauchen dringend Gott. Wir brauchen dringend sein übernatürliches Wirken. Wir brauchen dringend den Heiligen Geist. In dem Sinne möchte ich dich einladen, nimm mal dein Neues Testament und lies es gezielt unter dem Gesichtspunkt durch. Wo kann ich irgendwo raus interpretieren, dass das, was Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat, was die Apostel taten, was Jesus tat, seine Beauftragung, dass das irgendwann einmal aufgehört haben soll? Und du wirst feststellen, du wirst nicht eine einzige Stelle finden. Es ist eine menschliche Interpretation. Nimm stattdessen das Wort Gottes, was ewig Bestand hat, und sag, das gilt für mich. Was Jesus gestern tat, wird er heute tun. Und was er für andere tat, wird er für mich tun. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Nimm das, was er für dich hat. Und nimm es für dich in Anspruch. Im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Das ist echter Glaube. Das ist das, was ihm wohlgefällig ist. Und in dem Sinne sind wir sicher, dass Gott viel mehr für dich hat, als du bis jetzt empfangen genommen hast.